Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Fotografie-Abi. Ja, heute kommen wir schon zu meinem letzten Objektiv-Review, denn mehr Objektive habe ich nicht. Und zwar geht es heute um das zweite Kit-Objektiv, um das sogenannte Reisezoom von Sony, dem SEL 55-210. Ja, auch hier haben wir wieder ein bildstabilisiertes Objektiv mit einer Brennweite im Telebereich von 210 mm. Ihr kennt das Spiel mit dem Crop-Faktor mal 1,5, nehmen wir mal 200 mm. Dann kommen wir auf circa einer Brennweite im Vergleich zum Kleinbild auf rund 300 mm. Ja, das Objektiv kostet so immer um die 250 Euro. Es ist relativ schwer im Vergleich zu den anderen Objektiven, aber nicht zu schwer. Also es ist gut handelbar, gut tragbar. Ich selber nutze das Objektiv eigentlich nur, wenn ich ins Zoo fahre. Ich habe es zwar meistens oder oft mit, aber nutzen tue ich es eigentlich ja ausschließlich im Zoo. Film tue ich jetzt hier übrigens mit dem kleinen Kit-Objektiv. Nur damit ihr von dem dann auch mal die Bildqualität gesehen habt beim Film. Ja, ansonsten, was gibt es zu dem Objektiv zu sagen? Bei der kleinsten Brennweite, also dem 55 mm, haben wir hier eine Offenblende von 4,5 und bei der höchsten Brennweite von 210 mm eine Offenblende von 6,3. Also wieder das gleiche Problem wie beim kleinen Kit-Objektiv. Hier sogar noch etwas verstärkter das Problem. Das Objektiv ist einfach im Lowlight-Bereich ja fast unbrauchbar. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Gerade wenn man im Lowlight-Bereich fotografieren möchte, kommt man mit dem Autofokus an seine Grenzen. Also der schafft es dann teilweise nicht mehr zu fokussieren. Das ist mir sehr oft passiert am Anfang, als ich in der Wohnung versucht habe, damit das ein oder andere Bild zu machen. Da zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das Objektiv gekauft habe, das Wetter draußen so hundsmiserabel war, dass es selbst drinnen heller war als draußen. Ja, und man das dann einfach wahrscheinlich testet. Ja. Das ist mir gleich aufgefallen. Allerdings war ich mit dem Objektiv auch schon viel draußen unterwegs, im Zoo in Leipzig, im Tiergarten am Petersberg und dies und das und jenes. Und dort muss ich sagen, wenn die Lichtverhältnisse ja vernünftig sind, also es muss kein knackig strahlender Sonnenschein sein, wenn das so ist, dann hat man perfekte Bilder, finde ich. Aber selbst wenn es bedeckt ist, aber trotzdem genug Licht da ist, bekommt man mit dem Objektiv sehr, sehr schöne Bilder hin. Auch diese Bilder entwickeln wir ja gleich wieder zusammen in Lightroom, so wie ihr das kennt aus dieser Objektivserie. Ja, und dann könnt ihr euch da wie immer selber ein Bild von machen. Also ich finde das Objektiv sehr, sehr gut in Anbetracht des Preises. Es kostet halt einfach 250 Euro. Und wenn man sich das Sony 70-200 mit der festen Blende von 4 anschaut, das kostet weit über 1000 Euro. Also, ob das dann quasi, es kostet quasi das Fünffache, ob das Objektiv dann tatsächlich fünfmal besser ist, das sei mal dahingestellt. Es ist garantiert besser. Ich selber habe es noch nie in der Hand gehabt, das 70-200. Es ist garantiert besser, da bin ich mir sicher. Aber ob es fünfmal besser ist, weiß ich nicht. Und wenn man so wie ich im Allgemeinen mehr oder weniger nur mit Festbrennweiten arbeitet, dann ja, lohnt sich in meinen Augen das Objektiv hier wesentlich mehr, weil man für das ersparte Geld sich ja zusätzlich noch das Valimax kaufen kann, respektive das Samyang, das 35 mm kaufen kann, das 50 mm und noch das ein oder andere Sigma-Objektiv ist dann im ersparten Budget auch noch drin. Also das sollte man sich dann auf jeden Fall vor Augen halten. Man sollte sich von dem Objektiv ja keine Wunder erwarten. Also die leistet es definitiv nicht.
Aber man bekommt damit recht ordentliche, zum Teil sehr, sehr gute Bilder hin. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit unserer Bildentwicklung für das Telezoom, Reisezoom-Objektiv, dem großen Kit-Objektiv für APS-C-Kameras von Sony. Ja, hallo und willkommen zurück hier jetzt in Lightroom. Ich habe wie immer fünf Bilder ausgesucht, die ich euch kurz vorstelle. Hier eine kleine Entenfamilie im Steinbruch am Petersberg wurde das Bild aufgenommen. Dann aus dem Zoo Leipzig zwei Tigerbilder, ziemlich ähnlich, ziemlich gleiche Lichtsituation. Aber was hier entscheidend ist, beide Bilder wurden mit vollem Zoom gemacht und ich glaube das erste auch, genau. Denn das ist eine Sache, die ich vorhin vergessen habe zu erwähnen. Wenn ihr auf die volle Brennweite von 210 mm geht, dann kriegt das Objektiv leichte Schärfeprobleme. Und das möchte ich euch dann hier zeigen. Auch das volle Brennweite, ein Gorilla im Zoo Leipzig. Und das ist keine volle Brennweite, ein kleines Erdmännchen auf seinem Ausschauhügel oder wie die Dinger da heißen. Aber fotografiert mit Offenblende oder fast Offenblende und dadurch eine wunderbare Tiefenunschärfe. Anfangen tun wir natürlich mit dem ersten Bild und wie immer korrigieren wir erstmal das Farbprofil auf Kamera Standard, aktivieren die chromatischen Aberrationen, dass diese entfernt werden und Profilkorrekturen aktivieren. Hier seht ihr schon, da ist dann schon ein bisschen mehr dahinter. So. Dann natürlich die Standardroutine, Licht runter, Tiefen hoch, etwas mehr Kontrast, ja. Klarheit, nicht übertreiben mit der Klarheit, das ist immer wichtig, das sieht sonst sehr, sehr künstlich aus. Ein wenig mehr Sättigung, ja, und viel mehr braucht man hier bei dem Bild eigentlich schon gar nicht mehr zu machen. Ist natürlich schwierig, die Enden hier ja, zu erkennen, da die sehr gut getarnt sind, sage ich mal, hier in dem Tümpel. Aber es zeigt ganz gut die Abbildungsleistung des Objektivs. Farbkorrekturen sind hier eigentlich nicht vonnöten, vielleicht ein wenig das Grün runter und dafür in der Sättigung etwas höher. Was man vielleicht noch machen könnte, wäre versuchen, dem Bild einen etwas sommerlichen Touch zu geben, indem man die Farbtemperatur etwas erhöht. Ja, das gefällt mir schon fast besser. Das lasse ich jetzt einfach so. Dann kommen wir zum Nachschärfen. Wie immer Standardwert. Und bei gedrückter Alt-Taste den Maskieren-Button ziehen. So. Rauschreduzierung auf 15 und das Farbrauschen auf 35. Ja, und dann haben wir unser fertig entwickeltes Bild. Entwicklungseinstellungen kopieren wir wieder, freistellen lassen wir aus, kopieren und gehen zum zweiten Bild. Ich liebe einfach Tiger. Keine Ahnung warum. Ist halt so. Einstellungen einfügen. Wir gucken bloß mal, was passiert, wenn wir unsere Farbkorrektur wieder rausnehmen. Ja, so sieht es schöner aus. Oben zeigt er mir an, dass es unterbelichtete Bereiche gibt. Ich sehe die jetzt nicht. Einfach die Tiefen noch etwas erhöhen. Und schon passt das Ganze. So. Ist für meinen Geschmack eigentlich etwas zu hell, das Bild. Ich hätte das jetzt so entwickelt und versuche dann, ich denke mal, vermute mal, dass die Unterbelichtung irgendwo hier oben ist, mit einem Verlaufsfilter zu korrigieren. Jawohl. So, und so können wir das Ganze dann schon wieder lassen.
Das dritte Bild, Entwicklungseinstellungen einfügen. Ja, hier haben wir wieder das gleiche Problem. Jetzt ist das Bild eigentlich top entwickelt. Macht man dann hier auch mal. Genau. Ja, und hier sieht man das natürlich. Das ist dann, ich weiß nicht, ob das jetzt im Video so gut übertragen wird, aber hier sieht man diese Unschärfen, die bei voller Brennweite, maximaler Brennweite entstehen, sieht man hier ganz gut. Jetzt wird der ein oder andere sagen, das liegt am Fokus. Spielt natürlich auch eine Rolle, aber die gleichen Bilder mit einer Festbrennweite passiert einem das nicht. Der Fokus sitzt hier in diesem Bereich und trotzdem sieht das alles etwas merkwürdig aus. Ist aber in der totalen Ansicht, also in der vollen Auflösung 6000 x 4000, überhaupt gar kein Problem, überhaupt nicht ersichtlich, wenn man es nicht gerade in DIN A3 oder noch größer ausdrucken will, fällt das überhaupt nicht auf. Sollte man aber im Hinterkopf behalten, wenn man mit dem Objektiv zoomt, dass man möglichst nicht die volle Brennweite rausholt. So, das vierte Bild, der Gorilla in der Halle. Einstellungen einfügen. Hier nehmen wir auf jeden Fall. Ja, obwohl. So, vielleicht sieht es etwas wärmer aus. Das Bild würde ich jetzt etwas kroppen. Ungefähr auf das Format. Und die Belichtung noch eine Stufe runternehmen. So. Und auch hier sieht man das wieder. Ne? Ist ebenfalls volle Brennweite. Wobei hier natürlich erschwerend hinzukommt. Ich muss mal gucken. Aufgenommene Blende 8. ISO 800. Ja, da darf das dann schon etwas schwierig sein. Warum eigentlich ISO 800? Das ist im Affenhaus quasi, also in einer Halle gemacht worden, das Bild. Da war es nicht so richtig hell. Deswegen habe ich die ISO hochgenommen. Ich fotografiere eigentlich immer mit festgelegter ISO auf 100. Hier habe ich sie dann mal hochgenommen und dafür ist das Bild dann doch noch sehr, sehr gut geworden, finde ich. Ja, das letzte Bild, das Einmännchen, ich glaube es heißt Erdmännchen. Entwicklungseinstellungen einfügen. Ja, hier brauchen wir nichts mehr weitermachen. Und hier seht ihr, dass das bei den Schnurrhaaren ganz anders ist, als es noch beim Tiger war. Blende ist hier ebenfalls Blende 8 und trotzdem entsteht eine schöne Tiefenunschärfe. Und das Kerlchen hier, knackescharf, super schönes Foto. Ja, dann wisst ihr auch über dieses Objektiv nun Bescheid. Ich werde zu den Objektiven, wie gesagt, das hatte ich ja im ersten Teil schon angekündigt, auf jeden Fall noch ein Video machen, sobald das Wetter mal wieder mitspielt. Im Moment regnet es hier und regnet es. Ich werde mit allen Objektiven rausgehen, werde mir einen festen Punkt suchen, die Kamera auf ein Stativ stellen und dann vom gleichen Motiv mit jedem Objektiv Bilder machen, so dass ihr einen direkten Vergleich bekommt und, wenn das alles so klappt, wie ich mir das denke, auch mit jedem Objektiv mal eine kurze Filmszene erstellen. Und ja, das wird dann erstmal das letzte Video werden zu dieser Objektivreihe. Wann dieses Video dann erscheint, kann ich allerdings noch nicht sagen. Dann habe ich noch ein anderes Review vor, und zwar ein Kamerarucksack von Jack Wolfskin. Diesen möchte ich euch gerne noch vorstellen. Und dann möchte ich mich mehr dem Vlogs widmen und natürlich auch mit euch weiterhin Bilder entwickeln. Wenn ihr sonst Fragen habt oder Ideen für Videos, was euch interessiert rund um die A6000 und meinem Objektivfuhrpark, den ihr ja nun kennt, also mehr Objektive habe ich im Moment nicht. Ich habe jetzt auch nicht das große Interesse an anderen Objektiven, da sie von der Brennweite relativ ähnlich sind und ich eigentlich mich sehr gut aufgestellt fühle mit meinen Objektiven, die ich habe. Sagt doch einfach, was euch interessiert, was ihr wissen wollt. Wie gesagt, ich fotografiere jetzt auch erst seit einem Jahr, aber ein bisschen was
Weiß ich schon, habe ich schon gelernt. Was ich auf jeden Fall noch mir zulegen werde, ist eine Fotokugel. Aber dazu dann auch in anderen Videos einfach mehr. Ja, dann danke ich euch wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben und oder ein Abo da. Verfolgt meinen Kanal einfach weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Viel Spaß hier weiterhin auf meinem Kanal. Und nutzt einfach die Kommentarfunktion für Anregungen, Lob und Kritik. Ich bin für alles offen. Bis dahin. Ciao, ciao.